Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Strategic Command World War One. Ja, wir haben beim letzten Mal hier unsere ersten Defensivtruppen hier gebaut. Problematisch ist, sie werden nicht reichen, das sehe ich jetzt schon. Und deswegen muss ich jetzt hier tatsächlich gegen meine eigenen Intentionen Truppen verlagern. Und eigentlich will ich damit gar keine Kavallerie verlagern, aber ich muss irgendwelche Einheiten von der Westfront, von der Ostfront zur Westfront verlagern. Das geht leider nicht anders. Und das, ja, deswegen kommen die Jungs jetzt erstmal hierher. Auch wenn die angeschlagen sind, aber mehr ist momentan einfach nicht drin. So, wir haben auf jeden Fall einen Haufen Punkte, wie ich gerade eben sehe, was super ist. Und ich möchte jetzt erstmal meine Units, die in der zweiten Reihe sind, mal wieder auffrischen. Bevor wir jetzt hier irgendwelche Offensivaktionen planen, sollen die alle erstmal wieder voll am Start sein. Denn wir haben im letzten Mal eine Unit verloren und das soll sich nicht wiederholen. So, gucken wir mal gerade eben. Warte mal, die könnte ich sogar auf 11 hochbringen. Machen wir es halt mal. So, auch die kann ich auf 11 hochbringen, wie ich gerade eben sehe. Ich habe die Punkte gerade eben, also tue ich es. So, auch den Flieger kann ich übrigens auf 11 hochbringen. Ach komm, lass mal machen. Das heißt, die werden halt ein Elite-Regiment dadurch. Ja, macht ruhig. Wir müssen sowieso eine Weile erstmal hier unsere Truppen regenerieren. Den will ich auch noch upgraden. Da war halt echt nur eins möglich. Das ist echt düster. Okay, dann geht hier momentan gerade eben nichts mehr. Kann ich hier eigentlich noch irgendwas machen? Den hier kann ich auch upgraden. Den kann ich upgraden. Nö, sonst ist hier nichts mehr drin. Okay, ich habe aber auch gerade eben fast 1000 Ocken da ausgegeben, ne? Darf man nicht vergessen, dass da gerade einiges weggeflossen ist. So. Okay. Dann will ich mal schauen. Wir stellen uns jetzt hier wieder mal auf. Ne? Wir haben jetzt inzwischen eigentlich fast nur noch eine reine U-Boot-Flotte. Ja, wobei stimmt, ich kann jetzt noch ein leichter Kreuzer. Sogar ein Schlachtkreuzer. Leichter Kreuzer. Und hier beginnen schon die U-Boote. Das ist das Schlachtschiff Bayern. Okay, das haben wir gerade eben erst bekommen. So, du Kollege, du gehst mal dahin zum repariert werden. Du Kollege gehst dahin zum repariert werden. Der Kollege hier ist fertig. Dann kann man auch mal hier diesen Fünfer da reinschieben. Okay. Gut, das war jetzt mal eher so eine Regenerationsrunde. Jetzt gucke ich mal, ob ich irgendwie nochmal an den hier rankomme. Ja, ist ein Abfangjäger da, ich weiß. Mir ist halt wichtig, dass ich die Moral hier von denen hier nochmal ein bisschen breche. Hier mache ich nicht viel. Ich muss die Italiener halt. Oh, warte mal, da ist. Wie ist denn der da durchgekommen, ey? Okay, irgendwie ist der da durchgekommen. Und ich muss ihn jetzt irgendwie hier wieder in den Griff bekommen. Das ist der Punkt. So, für mich wichtig ist jetzt hier, genau, Gebietseroberungen zu machen. Ich muss die halt echt heilen, ey. Die sind so angeschlagen. Die sind so schrecklich, schrecklich angeschlagen. Die österreichischen Truppen. Es geht nicht ohne. Also ab 6 ist halt rum. Eigentlich auch ist 7 schon eine Katastrophe. Dass die Franzosen jetzt hier sind, finde ich nicht so geil. Okay, hier kann ich nichts machen. Hier kann ich auf jeden Fall immer ein bisschen Schaden machen. Das war schon mal sehr zufriedenstellend. Jetzt kann ich da auch noch mal ein bisschen Schaden machen. So, dann kann ich hier auch noch mal ein bisschen Schaden machen. Und hier komme ich aus irgendeinem Grund nicht näher. Ich weiß nicht warum. Warum auch immer das jetzt hier Zone of Control ist. Ich weiß nicht von wem. Ich weiß nicht, wessen Zone of Control das ist.
Das macht aber aus meiner Sicht irgendwie wenig Sinn. Naja, was soll's. Ihn könnte ich jetzt bloß. Das sind 3 Punkte, wie viel insgesamt hat der? Der hat nur 4. Ist halt alles nicht so geil, ne? Hier eventuell wäre eine Möglichkeit, um vorzustoßen, aber zu welchem Preis? Das ist immer so die Frage. So, du ziehst dich jetzt hier in diese Stadt zurück. Puh, okay. Man nimmt ja, was man kriegen kann, ne? Hier mache ich definitiv nichts. Der ist jetzt hier wieder abgegrenzt von seinen eigenen Truppen. Hier kann ich nochmal draufhauen. Oh, das war sogar ein guter Treffer. Ein sehr guter Treffer. Ja, hier kann ich es wieder vergessen. Gut, dann lassen wir das mal. So, zurück wieder hier in Griechenland. Da machten die leider gar nichts. Da leider auch nicht. Ja, du gräbst hier halt einfach wieder fröhlich ein. Hier angreifen erscheint mir wie Wahnwitz. So, hier runterwärts und da runterwärts. Du kannst erstmal hier stehen bleiben und vielleicht sogar regenerieren, währenddessen ihr da noch hingeht. Und du da. Diesen deutschen Verband ziehe ich jetzt wieder zurück. Ich glaube, die brauchen nämlich jetzt langsam sicher keine Deutschen mehr. Weshalb ich, oh, warte mal, vorhabe, die auf jeden Fall auch abzugraden hier. Die ändern da interessanterweise ihren Look nicht. So, hier das hier haben wir jetzt ja alles erobert, ne? Das ist uns klar. Das heißt, dass wir jetzt auch Truppen Richtung Rumänien orientieren. Und zwar immer mehr. Man kommt bloß hier irgendwie durch diese Ländereien nicht so gut durch. So, wir verändern die Truppen auch mit der Zeit so ein bisschen. Ja, du gehst mit darüber. Die Türkei braucht jetzt alles, was sie kriegen kann. Naja, was heißt alles, was sie kriegen kann? Sie braucht einiges. Wie gesagt, wir müssen jetzt Rumänien ausschalten, irgendwie. Und dann sehen wir weiter. Diplomatie. Ich kann in den USA wieder etwas versuchen. Lasst es uns versuchen, auch wenn es teuer ist. Ich hoffe, es ist wert. Ich muss halt verhindern, dass die USA in den Krieg eingreifen. Wenn die gegen uns in den Krieg eingreifen, dann ist ganz schnell Schicht im Schacht. Sind wir die amphibische Kriegsführung. Jede neue Stufe bei der erhöht die Angriffswertung von amphibischen Transportern. Ach, von Transportern, okay. Okay. Ich kann 80 Punkte reinpumpen. Das heißt, ich könnte nochmal was in der Produktionstechnologie machen, um das jetzt zu beschleunigen. Oder Grabenkriegsführung noch weiter. Scheint ja noch nicht zu Ende zu sein, hier diese Fahnenstange. So, jetzt haben wir noch 246 Punkte. Dafür kann ich mir wieder irgendwas kaufen. Wir brauchen mehr Infanterie. Und ich bin sogar so weit, jetzt hier auch Abteilungen zu kaufen. So. Das war es dann wiederum von der deutschen Seite hier. Zumindest was die Käufe angeht. Der hat jetzt hier eine Menge. Oh, warum haben die sich jetzt hier zurückgezogen? Ich muss echt Kontrolle über die Österreicher hier noch weiterhin behalten. Ich habe keine Ahnung, was die da teilweise tun. Wirklich, ich weiß es nicht. Die haben eine extrem hohe Moral. Die werden hoffentlich ihre Truppen auffrischen. Was ist da los? Das ist immer nur ein einziger. Ich schieße nochmal drauf, um die Moral unten zu halten. Die Moral ist unten. Das kann man mal so machen. Du ziehst dich jetzt hierhin zurück. Du ziehst dich auch zurück. Dann habe ich den da noch und der haut den weg. Ah, nee, doch nicht. Schade. I hope so.
Jetzt, das hat jetzt hingehauen. Sehr gut. Immerhin haben wir eine Einheit jetzt hier noch ausgelöscht, was die Reihen der Russen hier noch weiter auflockert. Für künftige Movements unserer Seite. Das ist echt der Hammer, wie die hier in... Wie heißt das Städtchen? Im Tau? Hier verschanzt sind, ne? Du ziehst dich mal... Ich weiß gar nicht, wo ich den hin zurückziehe. Ich muss den zurückziehen, der ist zu angeschlagen. Das sind zwar nur Marinesoldaten, das heißt ja nur... Solange ich sie habe... Kann ich mit ihnen arbeiten. So, du, mein Freund... Kupferstecherverein, gehst... Dahin. Du bist nämlich immer hier nochmal so ein bisschen im Weg. Der ist aber echt ganz schräg hier. Okay, ich gehe alle nochmal durch. Der könnte hier sogar nochmal angreifen. 2 von 2. Hier der Österreicher kann noch dahin gehen. Kann aber hier nichts angreifen. Das heißt, er verschanzt sich an der Stelle jetzt erstmal wieder. Der österreichische Trupp kann gar nichts tun. Das würde keinen Sinn machen. Hier könnte ich noch angreifen, aber wozu? Ich könnte höchstens die hier austauschen, so. So, jetzt habe ich sie ausgetauscht. Also wie gesagt, wir treiben jetzt hier einen Keil rein. Haben die Truppen getrennt, das sind nämlich nur noch 4 Stück. Hier oben haben wir sie auch schon aufgelockert. Ich glaube, denen fehlen jetzt halt so langsam sicher echt die Truppen, aber wir können nur hoffen und beten. Und ich glaube, das war es auch schon wieder, ne? Ich habe auch hier an der Westfront schon alles wieder gemacht. Alles, was möglich war zumindest. Euch sollte ich vielleicht nochmal, ja, ihr seid sogar richtig eingegraben, auf die richtige Art. Ich gehe auf Nummer sicher, Freunde. Ich gehe absolut auf Nummer sicher. Ich lasse sie nochmal hier ihre Gräben überprüfen. Die Verschanzung ist ja auch schon auf Stufe 5. Ich gehe kein Risiko mehr ein. Nicht ein einziges. Die haben schon und du kannst ja das auch noch machen. Ja, Luftschiff, guckt mal, was da hinten noch so kommt. Da kommt noch so einiges. Den Flieger angreifen lassen ist gerade eben eine total blöde Idee. Wir gehen mit dem Flieger jetzt da ein. So, und jetzt Turnende. Jetzt mal schauen, was passiert, ne? Die... Österreicher haben neue Truppen deployed, wie ich gerade eben gesehen habe. Zumindest sieht es so aus, als ob die Truppen deployen würden. Ich weiß nicht genau, ob das wirklich der Fall ist, aber es sieht so aus, wenn da plötzlich aus dem Nichts welche entstehen. Vielleicht haben sie sich auch einfach nur verlagert. Ja, die Artillerie hat hier gerade eben einen guten Job gemacht. Das war gerade ein einseitiger Schlagabtausch in Italien für die eine Truppe. Auch nur zurück für die eine. Was? Oh, Tor, dann geht nicht schon wieder Serbien befreit. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Tja, wir werden immer noch blockiert. Das ist, also wisst ihr. Oliver Hardy reüssiert in a day at school. Okay. Das ist der Dicke von Laurel und Hardy. Also was man im Deutschen allgemein, glaube ich, als dick und doof kennt. Zumindest wurde mir das immer so gesagt. Deutsches Reich entwickelt Infanteriekriegsführung Stufe 3. Yay! Und Grabenkriegsführung Stufe 5. Keine Ahnung, wie das geht. Außerdem sind unsere Granaten jetzt besser geworden. Und wir haben darüber hinaus auch noch die Produktionstechnologie verbessert. Österreich-Ungarn verbessert die Panzerkriegsführung auf Stufe 2. Jetzt sollten sie erstmal plus Panzer haben und Grabenkriegsführung Stufe 4.
Osmanisches Reich hat Luftkriegsführung 1 und entwickelt auch weiterhin die Kramskriegsführung Richtung Stufe, wahrscheinlich 2, nehme ich mal an. Dann machen sie auch noch hier die Aufklärung auf Stufe 1. Jawollo, meine Damen und Herren. Wir haben gerade eben eine Menge technologische Fortschritte gemacht. Jetzt müssen wir bloß gucken, dass wir jetzt hier die deutschen Gebiete halten. Man kann sogar argumentieren, dass vielleicht der Vorschuss des Feindes, wenn wir Glück haben, ein klein wenig Glück gehört es dazu, dass der Vorschuss des Feindes in Richtung Rheinland eventuell sogar ein Vorteil für uns ist, weil daran könnten sie sich jetzt zermürben an uns. Man sieht hier, sie sind die ganze Zeit hier dabei, ihre Truppen neu zu organisieren, zurückzuziehen. Es kommen keine Ersatztruppen mehr nach bei den Russen. Oder zumindest kaum. Da war jetzt mal eine. Aber es kommen kaum Ersatztruppen nach. Sind gerade die Flottenbewegungen dran. Was war denn das gerade? Ich habe keine Ahnung. Oh, ja, diese scheiß Artillerie, ey. Die werden jetzt hier versuchen, da den Schwachpunkt zu finden. Und ich hoffe, es klappt nicht. Naja, jetzt haben wir Grabenkriegsführung Stufe 5, ne? Das. Boah, ey, da treffen sie jetzt ab. Sag mal! Ja, ist klar. Viermal haben sie gehittet. Ja, war klar, dass wir das. Boah! Ey, ohne Witz, obwohl wir da einen Graben hingemacht hatten. Es fühlt sich gerade eben so an, als ob wir schwächer geworden wären, statt stärker. Ohne Witz, so fühlt sich's gerade eben echt an. Boah, der Trupp hier, der bindet aber echt lange Gegner. Boah, jetzt haben wir ernsthaft eine Kommandoeinheit verloren. Ah, ich könnte kotzen. Wir haben nicht genügend Truppen, um das auszugleichen. Ich muss Truppen von der Ost- in die Westfront verlagern. Das war ein Fehler, auf den ich gehofft hatte. Also das mit der Kommandoeinheit, das nervt mich gerade eben. Aber mich nervt sowieso, dass sie da durchgekommen sind. Ich habe da ehrlich gesagt keine Vorstellung davon, wie die das gemacht haben. Aus meiner Sicht, also war da kein Durchkommen, aber sei es drum. Und die müssen auch sehr viel mehr Artillerie haben als wir. Also da stehen ja sehr viel mehr Truppen. Aus meiner Sicht, ja, eine zwei. Ich hätte nicht alle Truppen abziehen sollen. Aber du bist halt mit dem Deutschen Reich einfach, oder mit dem Deutschen Kaiserreich einfach in diesem Dilemma, dass du halt schlicht und ergreifend eigentlich zahlenmäßig unterlegen bist. Nachschubmangel. Das ist gut für die italienischen Truppen hier. Also ist es für uns gut, schlecht für die italienischen Truppen, so rum. So, sind wir jetzt wieder dran? Ich hoffe ja. Oh mein Gott. Tja, Herzog Albrecht, Befehlshaber, wurde zerstört. Ja. So, wir haben Geheimdienstberichte. Oh. Haben wir in der Nordsee gerade ein Schiff entdeckt? Da, die Artillerie, ja, das wäre mir nie eingefallen, dass da eine Artillerie ist. Okay, cool. Wir haben einiges hier gerade eben an Geheimdienstberichten bekommen. So, jetzt sind die ja natürlich jetzt hier in unserem Hinterland, was ich total mega ätzend finde. Du hast jetzt noch diese Einheit da drauf. Du gehst dahin und haust da drauf, denn der muss einfach weg. Der muss einfach weg, ja. Anders geht's halt nicht. Truppen wieder auffrischen.
Die können es bis zu Verschanzung 6 haben, by the way. Sind aber momentan nicht mehr so geil verschanzt. Die Verschanzung hat halt auch durch das Bombardement teilweise nachgelassen. So, du. Warte mal, erstmal muss ich jetzt den da wegmachen. So. Erledigt. Du ziehst dich jetzt dahin zurück. Du gehst jetzt dahin. Gehst dahin. Der Vorstoß war nett, aber er bringt uns nichts. Zumindest nicht so. Ah ne, ich kann mit dem sogar noch hier vorlaufen. Das ist praktisch, weil dann kann ich mit ihm noch dahin gehen. Und mit ihm dahin. Das ist das, was ich wollte. Ich will diese Einheit hier einfach ein bisschen mehr schützen. Dann könnt ihr hier wieder ein bisschen eingraben. Du kannst es momentan ja leider gerade eben nicht. So, die Franzosen hier kassieren hier gerade eben ganz schön. Ich weiß nicht warum, aber ich finde es gut, dass es passiert. So, jetzt kannst du da weggehen. Die graben sich jetzt hier ein. Okay. Waren ein paar wichtige Schlagabtausche hier gerade eben. Abtausche ist, glaube ich, eher richtig. So, und die haben es jetzt hinter sich. Gut, 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 gut. Hier angreifen ist gerade leider nicht mehr möglich. Gut, dann macht ihr jetzt hier mal wieder schön Stellung. Ihr rückt hier wieder vor. Macht er auch schön Stellung. Warte mal, ich drehe das hier so ein. Und hier ist wieder Zone of Control und nobody knows why. Hier geht wieder gar nichts. Ja, dann rücken wir halt einfach weiter drauf zu, ne? Die haben ja schon. Die Franzosen sind jetzt hier schon ziemlich abgeschnitten, aber nicht abgeschnitten genug. Und die deutschen Truppen versuchen ja einfach weiterhin hier diesen Teil von Österreich zu halten. Ihre Aufgabe ist Innsbruck und Bruneck. Tja, ich verschiebe jetzt die Truppen hier Richtung Italien. Das Spiel scheint das so zu wollen. Das hier finde ich wiederum gar nicht gut. Yikes. Interessieren sich halt null für Bulgarien. Warte mal, diesen Trupp müsste ich jetzt eigentlich dringend verlegen. Wo ist eine Eisenbahnlinie? Hier ist eine Eisenbahnlinie. Zumindest eine Straße. Mist. Ist doch keine Eisenbahnlinie. Da ist eine Eisenbahnlinie. Die hier verlagere ich an die Westfront. Ich kann sie gar nicht an die Westfront verlagern. Was ist denn da los? Hallo? Was ist denn da gerade los? Ich kann sie nicht verlagern und ich weiß nicht warum. Dann bewegt ihr euch jetzt halt einfach hier wieder zurück. So, die sind immer noch nicht angreifbar. Du gehst dahin und gräbst dich hier wieder ein. Du gehst dahin und gräbst dich hier wieder ein. Und du gehst dahin. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ich glaube, mehr werde ich da nicht brauchen von denen. Ich kann jetzt hier Truppen wieder nach Norden verlagern. Österreichs Truppen wieder ein bisschen auffrischen. Was
kann ich den denn hier machen? Ich kann den Bulgaren jetzt hier modernere Infanteriewaffen geben. Das will ich momentan gerade eben nicht tun. Ich will erstmal dafür sorgen, dass sie wieder am Start sind. Auch wenn es jetzt hier, ja, jetzt Deutschland Punkte kostet, aber Deutschland hat genügend Punkte. Mein Ziel ist es jetzt hier, die Bulgaren, soweit es geht, in den Griff zu bekommen. Die Rumänen. Ich laber immer so einen Scheiß, ey. Ist doch nicht zu fassen. Na, da ist Feindkontakt. Na, ich wusste, dass da einer ist, aber trotzdem gilt das als Überraschung, ne? Super, auf jeden Fall. So, ihr habt jetzt immerhin schon mal eingekesselt. Die hier sind auch soweit, das heißt, wir rücken hier vor. Ihr rückt hier hoch. Du da hinterher. Okay, was machen wir denn mit denen da? Mit denen gehe ich da rüber. Genauso wie mit denen da. Und dahin und dahin. Wo sind die denn auf einmal hergekommen? Das ist aber mal frech, ey, hier. Ganz schön frech, was die hier treiben. Okay, also ich versuche halt die Türkei noch irgendwie im Rennen zu halten, ne? Ist nicht leicht. So, apropos Dinge, die nicht leicht sind. Das da oben zum Beispiel, das ist totaler Bullshit, der da passiert ist. Aber ich sag's nur. Moral 55%. Wenn wir es halt jetzt hinbekommen würden, die jetzt hier komplett zu zermürben und diese Einheit hier auszuschalten, dann sieht es für die Russen echt schlecht aus. Ich mache auch nochmal hier ein bisschen Sperrfeuer drauf. Und jetzt kann ich hier nochmal ein bisschen feuern. Ich will insgesamt die Moral so auf 30% so in etwa runter haben. Dann sind die nämlich leichter angreifbar, wie wir ja alle wissen. So, das hat die jetzt hier gut unterdrückt. Dann versuche ich da mein Glück nochmal. Hat auch deren Moral ein bisschen unterdrückt. Tja, wie man sieht, ne? Kavallerie kann Infanterie nicht standhalten. So. Feuer frei. Die haben wir jetzt hier gut fertig gemacht. Ausgezeichnet. Wir haben sie hier tatsächlich geschlagen, die Russen. So würde ich das gerade eben jetzt hier bezeichnen. So, Angriffe von. Was? Das kann doch wohl echt nicht wahr sein, ey, dass das jetzt hier als schwieriger Angriff für mich hier dargestellt wird. Na also. Und du ziehst dich hier wieder zurück. Wir haben die Stadt hier wieder eingenommen. Boah, das war hier gerade wichtig und hart. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier auch irgendwie noch einen Erfolg feiern können. Wir haben jetzt hier 5 Granaten, die haben 60 Moral, 65%. Ja, hier müssen, also wir müssen hier den Durchbruch hinbekommen. Hier stehen sie ein bisschen stabiler. Sind schon noch 40% runter. 38. Ich weiß
Versuche hier auch noch mein Glück ein bisschen mit nur zwei Granaten. Sind wir auf 49%. Also wenn die Moral unter 50% fällt, sieht es eigentlich meistens ganz gut aus. Oh, hier. Der war fatal. Das scheint ein sehr, sehr guter Angriffspunkt zu sein. Wir haben die Stadt genommen. Ich will aber hier gerade eben keine Truppen verlieren, nicht unnötig. So und so. Ich verschiebe die Truppen einfach hier so ein bisschen, dass der hier noch zuschlagen kann. Na also, haben wir auch nochmal zwei Units hier auseinandergenommen. Das war gut. Das heißt, du gehst jetzt noch dahin. Und hier sieht es mal wieder ein bisschen anders aus. Ganz neutral gesagt, hier sieht es ein bisschen anders aus. Ja, hier würde ich keinen Angriff wagen können. Ich gucke gerade eben nur, ob ich noch irgendjemanden jetzt hier noch upgraden kann, denn wir haben wieder einen Haufen Punkte. Ne, von den Deutschen hier gerade eben niemanden. Gehen wir mal wieder auf die italienische Seite. Hier waren wir ja schon. Oh Mama, oh Mama. Ja, hier versuchen wir nach wie vor einfach nur die Linie zu halten, ne? Los, ran mit den Truppen hier. Ich habe keine Ahnung, warum diese Artillerie sich immer wieder dann zurückzieht. Hier machen wir nochmal einen Angriff. Da gibt es Abfangjäger. Okay. Wir sehen aber, dass da irgend. Also, das ist, glaube ich, Unterdrückung. Ne? Das hat irgendwas zu sagen. Das ist, glaube ich, ein Fernglas. Das ist eine Artillerie und das ist ein Pfeil. Aber mehr erkenne ich da auch gerade nicht. Ah, die Russen kämpfen damit. Spannend. Sag ich mal, ne? So, Schiffe weiter reparieren. Reparieren. Ich weiß, dass wir eigentlich schon längst wieder aufhören müssen, Leute, von der Zeit her zumindest. Was haben wir denn da Schönes? Was bist du nochmal für ein Schiff? Du bist ein Zerstörer. Halt, warte mal. Ich kann ja mit dem hier nochmal ein bisschen spotten gehen. Also, wenn da jetzt einer ist. Wir haben jetzt hier nicht mehr gefunden. Okay. So, du ziehst dich zurück. Was ist denn das da oben? Ein Zerstörer. Da kümmern wir uns das nächste Mal drum, Leute. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss und Ade.